sind noch drei harte Wochen hast du jetzt hinter dir. Wir stehen da in Kitzbühel und das ist ein voller Erfolg gewesen für dich. Ja, natürlich. Da Runde zu gewinnen, das war natürlich ein absolutes Highlight, vielleicht das Highlight vom ganzen Jahr für mich. Wie hat sich das angefühlt, wie du am Freitag das erfahren hast, dass du eine Wildcard kriegst? Ja, ich war natürlich überwältigt, überrascht, dass ich den Anruf vom Anthony Czalek kriege. Hat mir richtig getaugt, ich habe mich gefreut und ich bin gleich hergefahren, habe trainiert und dann am nächsten Tag ist es eh schon losgegangen. Ja, wenn man sieht, in der Tennisszene hast du dir jetzt einen Namen gemacht. Ja. Du hast letzte Woche noch in Gramsach Finale gespielt und heute da in Kitzbühel ITB. Ja, ist eine tolle Erfahrung, die ich mitnehmen werde. Und Kitzbühel ist ein lässiges Turnier. Ich bin schon seit ich ganz klar war immer da hergelaufen und wollte immer zuschauen, den Besten. Und dass ich da jetzt dabei sein darf, ist eine große Ehre und auch ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht. Ja, ja, so viele Tiroler haben das noch nicht gespielt da in Kitzbühel. Also du kannst dir jetzt auch schöne Geschichtsbücher einschreiben. Ja, also es haben schon ein paar gespielt. Natürlich die letzten Jahre ein bisschen weniger, aber ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder da spielen darf. Ja, man sieht, deine Fangruppe Halb Gramsach ist da, also richtig toll. Also deine Sponsoren sind da, das ist ein richtig toller Auflauf, der was da dir geboten wird. Ja, natürlich. Irgendwie kommt man gar nicht dran vorbei am Hauptsponsor Simacek. Ich war ja auch von Simacek gesponsert und da wollte ich mich auch mal bedanken für die große Unterstützung, die ich da kriege und dass das alles ermöglicht wird. Und ja, dann hat man eh gesehen, was rauskommen kann. Und nochmal danke und super, ja.